Dafür wird die Festung da oben schnell. Ist schon fertig, ja. Gucken, ob ich Gebiet von ihm wegnehmen kann mit der Festung, aber ich glaube nicht. Nicht so viel. Es wäre ein strategischer Sieg, wenn diese Wachstube jetzt durch diese Festung kaputt geht, aber ich glaube, die ist zu weit weg. Einiges. Ich könnte natürlich jetzt einfach diesen Wachturm angreifen. Aber ich warte bis. Oh, vielleicht sollte ich nicht warten. Seine Wachstube ist bald fertig. Festung besetzt. Nee, seine Wachstube ist noch nicht kaputt. Aber dieser Wachturm, der hat nur einen General. Ich kann auch nicht mehr mit einem General. Ja, das geht ja auch gar nicht. Möchte da schon mehr als einen General haben. Aber seine Wachstube ist fast fertig. Das ist nicht schön. Ich hätte einfach schneller einen Erkunder setzen sollen. Vielleicht geht ja nur der Wachturm hier kaputt. Das könnte passieren. Ich baue hier nochmal eine Festung hin. Also dieser Wachturm wird bestimmt kaputt gehen. Es ist so nah. Aber das ist nicht schlimm. Ist ein bisschen Holz und Stein verloren, aber ich habe ja noch zwei Festungen, die da auch gebaut werden. Der Wachturm war nur dazu da, um ihn Angst zu machen. Das hat funktioniert. Sehr gut. Ja. So, ich glaube, die Wachstube werde ich auch gleich mal angreifen. Aber ein paar mehr Münzen wären da schon ganz nice. Gucken, wie viele Münzen ich noch War noch welche? im Lager habe. Ich habe hier noch 7 und da habe ich noch 21. Okay. Guck mal einfach in die komplette Übersicht, Statistik da. Ja, ich könnte ja einfach mal nochmal eine Münzprägerei hier oben aufsetzen. So viel Gold wie hier ist. Ich glaube, ich setze in der Mitte mal eine Träerei und ein Kohlebergwerk. Ja, das mache ich. Das ist zwar so weit weg, aber das wird sich schon verteilen. So, achso, mein Werft. Der hat jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit kleine Boote gebaut, einfach weil er cool drauf ist. Stimmt. So. So, Werft. Gebiet verloren. Ja. Genau das, was ich gesagt habe. Ja. Mein Wachturm ist kaputt, aber die beiden Festungen stehen noch. Das ist gut, ja, stimmt, perfekt. Er hat ja nur eine Wachstube gebaut, ist ja niedlich. Ja. Naja, ich meine, vielleicht war sein Ziel halt, den Bau des Um Wachturms es zu finden, genau zu ja. verhindern, und das hat er hingekriegt. Na, wenn jetzt hier in diesem Wachturm 6 Generäle drin Warnsturm an sind, dann vorne. Fange ich meinen Krieg an. Könntest du mal ein bisschen schneller bauen, du blöder Bauarbeiter? Festung braucht auch noch ziemlich viel. Das wird noch ein bisschen dauern. Wenn ich die Wacht,
Wachstube angreife, dann werde ich einfach. Ich werde sie einnehmen und dann abreißen. Und dann sind die. Dann habe ich so viel Zeit gewonnen, dass die beiden. Dass die ganzen Festungen fertig werden und dann habe ich hier eine richtig geile Verteidigungsfront. Mit. Mit 6 Festungen und. Ja, also wenn hier die ganzen Festungen fertig werden, dann. Ah, sind sogar 7 Festungen. Und ein Wachturm. Ah, da unten baue ich auch noch einen Wachturm, also 2 Wachtürme. Keine Rohstoffe gefunden. Ja, du bist zu schnell. Ich werde dich einfach mal stoppen. Ja, keine Ahnung. 2 Forsthäuser für 3 Holzfäller reicht scheinbar nicht. Ja, okay. Ah, ja. So ist das halt. Jetzt. Hopp. Warum kriegen die jetzt nicht noch mehr Münzen? Ich hab doch noch Münzen. Ah doch, da sind noch welche unterwegs. Warenstau an Fahne. Was ist denn hier denn los? Yep. An diesem Lagerhaus. Was ist da denn los? WTF? Ach so. Ja, dann mache ich hier mal einen Weg hin. Die ganzen Fahnen sind voller Mehl. Ja, die gehen voll den Umweg zur Bäckerei. Okay. Deswegen bin ich da jetzt. Ich habe jetzt nochmal einen Weg geschaffen. Na dann. Verschnellerten Weg. Abkürzung. Jo. Sowas. Alternativer Weg. Eine Abkürzung. Wachstube. Hier könnte ich auch noch eine Festung hinbauen. Militärgebäude besetzt, Festung, und da darfst du auch die Goldzufuhr wieder anmachen. Greif dann einfach diese Festung, diese Wachstube mit 3 Generälen an. Sollte reichen. Ja, wahrscheinlich. Nee. Sei denn, er kommt dann mit anderen Leuten noch von den umliegenden Militärgebäuden. Das kann ja passieren. Gebiet verloren. Was baut er hier? Einen Steinbruch? Was baut er da? Ein Wachturm. Okay. Keine Rohstoffe gefunden. Ah, mein Goldbergwerk ist erschöpft. Oh, okay. Dann baue ich hier oben einfach noch eins hin. Ein zweites. Kann ich hier einen Wasserweg bauen? Ja, gut. Ich liebe Wasserwege. Man braucht die fast nie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Wasserweg bisher so gebaut. Ja. Jetzt mache ich Bau. Goldberg. Wobei, wäre es vielleicht gar nicht mal schlecht, zumindest wenn ich die äußeren Bergwerke mal benutzen will. Ja. Naja, aber erstmal. Für diesen kleinen See da, der da in der Mitte ist. Ja, aussieht wie ein. Ja. Aber ich komme hier irgendwie nicht an diesem Stein vorbei, das ist irgendwie doof. Stein vorbei? Ja, ich. Da wo ich mein Goldbergwerk hatte. So ein riesiger Stein im Weg. Ach so. Und da komme ich mit einem Weg nicht dran vorbei, gerade.
Okay. Aber jetzt so geht's. So geht's. Oh, noch verrichtet. Ich habe sogar schon, also bei dem Originalsiedler 2, habe ich sogar schon Soldaten über einen Wasserweg laufen sehen. Was? Ja. Ich weiß nicht, ob das so okay gewollt ist, aber ich habe das definitiv gesehen. Okay, ja. Diese Wachstube wird mein sein. Angriff! Ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Ich habe 5 Generäle da drinne. Verloren. Okay. Nein! Naja, egal. Na, meine Festung ist kaputt gegangen. Die eine. What? Der hat unten noch mal eine Waschstube gebaut. Der hat unten noch eine Waschstube gebaut. Ach so, okay. Ja. Die habe ich nicht gesehen. Aber ist nicht schlimm. Ich habe oben noch eine. Deswegen, also ich meine, ich baue die Sachen einfach so dicht alle zusammen, dass einfach nichts passieren kann. Ja. Hey. Warum greift. Oh, der baut einen Katapult da! Wie gesagt. Nee, der hat einen Katapult. Der ist schon fertig. Wie gesagt, Katapulte sind in diesem Spiel nicht so schlimm. Und der greift meinen zweiten Wachturm an. Oh, er hat auch einen General. Habe ich nicht mit 3 Generälen angegriffen? Wo ist denn der dritte? Wo läuft der rum? Ach, da unten. Kämpft auch gegen den General. Dann greife ich mal nochmal mit einem mehr an. Also wenn da alle... Naja, mein Gegner hat gerade auch einen General. Ah, ja. Oh, der eine General von ihm ist platt. Nice. Ah, und der andere General ist auch platt. Vielleicht war es auch kein General. Also. Aber es ist halt schon interessant. Wer in Gold gekleidet ist schon... Das könnte auch ein Offizier sein, oder? Weiß ich nicht. Oder müssen sind die in Silber? Keine Ahnung. Nein, ich glaube, mein ein General wird draufgehen. Ne, der hat noch 6 Lebenspunkte. Es kann doch nicht sein, dass der eine General gegen einen anderen General nur einen Lebenspunkt verliert. Ja, das ist... Ja, also das wäre ein bisschen... Ja. Wäre ein bisschen mies. Hast du die auf schwer gestellt oder auf mittel? Mittel. Okay. Vielleicht liegt es auch daran. Keine Ahnung. Ja, ein von meinen General ist aber gestorben. Ich hab hier 1, 2, 3. Vielleicht ist auch einer von mir gestorben, ich weiß es nicht. Ah, noch einer von mir ist gestorben. Hat einer noch einen Lebenspunkt? Krass. Und noch einer. Wow. Von dir? Ja. Okay. Meiner hat einen Lebenspunkt. Ich werde jetzt einfach diese Baracke abreißen. Zack. Jetzt baue ich hier noch mehr. Noch mehr Festung. Sehr schön. Wenn das hier alles fertig wird, dann das wäre echt lustig. Dann habe ich hier so eine ganze Reihe voller Militärgebäude. Okay. So, die Wachstube wird abgerissen, würde ich mal sagen. Können sich eigentlich Soldaten wieder heilen irgendwie? Tun sie das nicht, wenn sie wieder reingehen? In ein Gebäude? Du kannst mit einer Maus drüber gehen, dann siehst du immer noch, wie viel Leben die haben. Ja, okay, stimmt, richtig. Weiß nicht, ob die dann auch irgendwie heilen da drin. Wahrscheinlich schon. Warenstau und Fahne. Okay, gut, das hat ja nichts gebracht. Das Abreißen. Was ist denn hier? Das sind 5 Brote an dieser Fahne. Okay, warum produzieren die so schnell, dass die Träger nicht hinterherkommen? Ach so, weil dieser Weg.